Hallo ihr Menschen und willkommen hier zu einer Runde Call of Duty Ghosts auf der Map Prison Break, danke. Gott, ich habe das fast schon wieder vergessen, wie die fucking Map heißt. Und ja, ich möchte mich erstmal entschuldigen, dass es so lange gedauert hat mit dem Internet und so weiter. Denn ja, die Telekom hat 3 Wochen gebraucht, um mir die Zugangsdaten zu schicken und es war extrem mühselig dann irgendwann. Noch weiter zu telefonieren. Ich habe 3-4 Mal angerufen und ja, wir schicken es. Kein Thema, wir schicken es. Und das war richtig nervig. Und irgendwann habe ich richtig Druck gemacht und dann kamen endlich die Zugangsdaten. Vor allem der Router war ja schon da. Ich hätte eigentlich streamen können, ich hätte hochladen können, ich hätte im Internet einfach sein können, ich hätte auch telefonieren können. Die Leitung stand nämlich und der Router war da. Nur, ich hatte keine Zugangsdaten. Wer jetzt meinte, Zugangsdaten werden doch im Router mitgeschickt, ja, das dachte ich ja auch. Ja? Also normal sind die Zugangsdaten immer beim Router dabei und deswegen war ich total verwirrt und dachte mir, scheiße, was ist los? Deswegen habe ich sofort angerufen und ja, nach 3 Wochen endlich kamen diese motherfucking Zugangsdaten. So, genug geredet von diesem Telekom-Schwachsinn. Ihr wisst, ich bin jetzt umgezogen, ich habe eine 16.000er Leitung, ich habe schon ein bisschen gestreamt. In einer ziemlich guten HD-Qualität ist nicht ganz, aber in 480p. Das ist ziemlich gut. Hatte ich nicht gedacht, dass ich in so einer guten Qualität streamen kann. Und genau, ich lade jetzt ein paar mehr Sachen hoch, sage ich mal. In Sachen Let's Plays wird dann natürlich auch was kommen, denn als ich die schlechtere Leitung hatte, ging das natürlich nicht. Ne? Mit der 2K-Leitung kannst du irgendwie keine 60 Parts irgendwie hochladen. Ja, und das möglicherweise noch 3-4 Mal am Tag. In der Woche meine ich natürlich. Und das geht nicht. Ein ganz, ganz kurzes Statement zu diesem Gameplay. Und zwar habe ich, als ich die Leitung bekommen hat, beziehungsweise, nee, gerade eben vorhin, also ich habe die Internetleitung, man muss überlegen, wann habe ich denn die genau bekommen? Ich glaube, vor 2 Tagen, ne? Ja, vor 2 Tagen habe ich die bekommen und jetzt habe ich mir mal Ghosts angetan und das war das Beste, was ich spielen konnte, ne? Der Endscore ist ein 30 zu 0. Nein, natürlich nicht. Ich habe irgendwie nicht mal bis zum Ende geschafft, die Kills aufzubauen. Also, ich sag euch, Ghost ist nicht mein Fall. Ganz ehrlich, Ghost ist nichts. Ghost kann nicht mal Black Ops 2 beim Black Ops 2 mithalten. Ne? Und mein Black Ops 2 war echt einer der schlechtesten Call of Duty-Teile. Ghost ist einfach ein Spiel, du brauchst extrem lange, um Leute zu finden. Die Maps sind überkrass groß. Camper ohne Ende. Man kann jetzt sagen, natürlich, ja, das Spiel kann auch nichts dafür, dass da jetzt irgendwie gecampt wird. Finde ich aber schon, es gibt so viele Möglichkeiten, zu campen. Zum Beispiel gibt es ja wieder dieses Drei-Gänge-System, ne? Und da muss man sich einfach da eine schön versteckte Ecke stellen, ne? Und dann einfach auf die Gegner drauf losholzen, ne? Also, das ist, glaube ich, nicht der Sinn eines Ego-Shooters, ne, und deswegen boykottiere ich halt etwas Ghosts. Ich werde auf jeden Fall Black Ops 1 bringen, ich werde auf jeden Fall Black Ops 2 bringen, ich werde auf jeden Fall Modern Warfare 2 bringen. Es war immer so, ne, dass wenn ein neuer Call of Duty Teil rausgekommen ist, der Vorhergänger besser war, beziehungsweise der lieber gespielt wurde als der aktuelle Teil, ne, und ich meine, MW2 hält sich ja immer noch, auch wenn Hacker da sind. Das finde ich krass nämlich, weil auf der PlayStation 3 da sind extrem viele Hacker unterwegs bei Modern Warfare 2. Aber trotzdem wird es gespielt und zwar nicht gerade wenig. Ne? Und das freut mich allerdings doch, wenn man jetzt noch ein bisschen so die Hacker einzügeln könnte. Ne? Ja, so ein bisschen einfangen. Dann wäre das auf jeden Fall sehr positiv. So, gut. Und ich habe mir noch so eine kleine Serie überlegt. In Sachen, so ein bisschen Fun drauf, ja, diese 99 Dinge. Krieg aber auch anzusehen, das soll uns ein bisschen, ja, widerspiegeln, so ein bisschen, ja, so einen Witz reinbringen irgendwo. Und, finde ich ganz lustig im Prinzip. Ich habe für die 30 Sekunden, im ersten Video extrem lange gebraucht. Ich glaube 3 Stunden oder so. Weil Sony Vegas auch ein bisschen rumgespackt hat natürlich, aber Arbeitsstunden waren da bestimmt, ja, 1-2 Stunden. Also, das ist ja nicht einfach nur, was weiß ich, ein bisschen Schrift einfügen, ja, Bild einfügen, Musik einfügen und fertig. Ne? Das ist ein bisschen mehr Arbeit, ist das auch. Und da sollte man sich auch ein bisschen Arbeit machen, natürlich. Ne? Also, leckt mich am Arsch, ich bin gerade wieder am Springen ohne Ende. Nee, aber man sollte sich auch die Arbeit machen, denn wenn jemand Videos macht und er sich Mühe gibt,
merkt man auch, okay, der macht sich Mühe, den kann man so ein bisschen unterstützen. Und nicht nur wegen dem mache ich das, aber es macht mir Spaß, versteht ihr? Es macht mir Spaß. So, und dann haben wir das Thema auch, das ist ein bisschen peinlich jetzt, ja, schieben wir ganz frech in die Ecke. So. Genau, und ich glaube auch, also ich habe jetzt 3D-Abos bekommen, dadurch, dass ich jetzt einen Monat fast weg war. Und ich glaube jetzt auch, dass ziemlich viele Inaktive leider da sein werden, da sie einfach nicht mehr damit rechnen, dass ich noch Videos mache. Und deswegen holt euch nochmal den Schwung irgendwo, die jetzigen Zuschauer, und guckt, dass ihr so ein bisschen, ja, ein bisschen Leute hier rantreibt. Ne? Ich meine, guck mal Leute, ich mache hier Videos, ja, und ich habe Spaß dran, kein Thema, ne? Aber wenn du dann irgendwie ein oder zwei Like hast und einer ist von dir, dann nervt es ein bisschen, ne? Deswegen versucht mich ein bisschen zu unterstützen. Ja, ihr seid meine Abonnenten. Hallo, komm ein bisschen hier. Ich meine, ich mache ja auch was für euch, ich mache die Videos, ne? Auch wenn ich euch ein bisschen dazu gezwungen habe. Natürlich. Ich habe euch angeschrieben, hier abonnieren hier, und dann kriegst du 10.000 Euro oder yeah. Ja, also gezwungen habe ich ja immer, ja? Also zwingen ist ein Ding. Da muss ich sagen, funktioniert. Das funktioniert auf jeden Fall. Guck mal hier die Zähne jetzt hier. Der schießt mich von hinten an, ich camp und zack, ja, ich kriege ihn. Das ist halt echt unfair, ne? Du kannst campen und dann bekommst du ihn. Naja, gut. Müssen wir mal so annehmen, ne? Ja. So, Kinder. Ich habe ein neues Spiel. Banished heißt es, und ich möchte das gerne let's playen. Jetzt habe ich an euch aber eine Frage. Und das schreibt ihr jetzt bitte gleich in die Videokommentare. Und zwar ist es so. Ich würde auch einen zweiten Let's Play Channel machen. Und den hier nur für eigentlich nur, was weiß ich, Commentaries, ja, oder so. Ja, also Let's Plays auf Kriegerbob muss ja echt nicht sein. Aber wenn ihr wollt, komm Kriegerbob, mach hier Let's Plays, das ist für uns Schnuppe, dann mache ich hier die Let's Plays. Aber wenn ihr sagt, nee, mach einen neuen Kanal, ja, und mach da die Let's Plays drauf, dann, dann hätten wir so ein bisschen eine gefilterte Videofolge, ne? Und das Ding ist halt, dass Banished zum Beispiel, da wirst du nicht fertig, ja, und du musst richtig dranbleiben, Alter, die krepieren mir andauernd. Also, ganz kurz erläutere ich euch mal, was Banished überhaupt ist. Banished ist eine, ich habe es früher immer billige Abfolge von Age of Empires genannt. Ja, also im Prinzip ist es wie Age of Empires, nur schwerer und ohne Krieg. So, und am Anfang ging es mir immer so, dass die mir verhungert sind bis zum geht nicht mehr, ne? Dann wurden sie alt und ich habe keinen Nachwuchs bekommen, ne? Scheiße, dann hatte ich nur noch 8 Leute in meinem Dorf und dann war ich echt aufgeschmissen. Und dann ging es nicht weiter, ne? Und ja, ich muss noch herausfinden, wie ich ihren Sexualtrieb quasi vorantreiben kann, damit sie Kinder bekommen. Oder? Ah, ich glaube nämlich, wenn die Leute zu alt werden, können sie ja keine Kinder mehr kriegen. Und wenn ich da keine Häuser baue, können die Kinder, wenn sie später wachsen werden, nirgends einziehen. Ah, ich sollte mehr Häuser bauen. Okay, dann habe ich das schon mal notiert. Das ist sehr gut. Und, ja, es gibt Sniper auf der Welt, die haben einfach keine Ahnung. So wie dieser Kollege hier. Echt witzig, ne? Und, ja, was haltet ihr eigentlich davon, wenn, dass ich hier so ein paar Livestreams mache, ne? Ich habe jetzt, oh Gott, meine Max-Anzahl von Zuschauern waren 6 Leute beim Livestream. Ich habe es ja ab und zu mal angekündigt. Aber ja, wenn ihr Bock habt, ich streame so gut wie jeden Abend und ich werde es auf Facebook immer wieder Bescheid sagen. Ich schreibe, glaube ich, in die Kommentare, nee, Quatsch, in die Beschreibung, den Facebook-Link quasi zu meiner Fanpage. Schön, das wollte ich schon immer mal sagen, Fanpage. Ich bin voll Fan. So. Und jetzt noch eine kleine Anekdote. Wenn ich weiß, was eine Anekdote ist, google es. Ich habe eine neue Deutschlehrerin und meine alte Deutschlehrerin, das war, sagen wir mal, Alter, die hatte sie war hübsch. Sie war hübsch, ne, und war aber irgendwann schwanger und dann war sie nicht mehr so hübsch. Ja, ein bisschen schade, aber so ist das Leben, ne. Also, zuallererst hat die mich da andauernd angebaggert, die alte Deutschlehrerin, das fand ich sehr strange, ne, und die neue Deutschlehrerin, also, pass auf, die alte Deutschlehrerin, weil die war so Mitte 20, Anfang 30 vielleicht so. Ja, ich weiß nicht, die sagen ja ungern den Namen so. Hübsch, schlank, vor der Schwangerschaft und
Ja gut, sie hat ein bisschen breites Grinsen gehabt, aber sonst war in Ordnung. Mein Gott, ich check hier gerade echt meine Lehrer ab. Naja, was soll's. So, und dann die deutsche, neue Deutschlehrerin. Ich sag mal, sie ist im späteren Periodenabschnitt. Periodenabschnitt in ihrem Lebensalter, sag ich mal. Also Anfang 60, Mitte 50. Mit mindestens, oder? Ja, locker, ey. Locker. Und das ist traurig. Weil meine Deutschlehrerin, auch wenn ich den größten Scheiß geschrieben habe, habe ich eine 2 bekommen. Also das war echt nicht. Okay, Leute, das war's vom Gameplay, das war's von mir. Und ja, bitte lasst einen Kommentar da, lasst ein Like da und lasst es auch umsprechen. Es tut mir leid wegen der Scheißqualität hier von dem Video. Von der Aufnahme hier. Rendern tue ich ja immer in HD, aber es flackert ein bisschen. Ich glaube, die Kontakte von meinem Komponentenkabel sind ein bisschen am Arsch. Und deswegen, ja. Schade, dass es so ein bisschen rumgebackt hat, beziehungsweise so ein bisschen rumgespackt hat. Und ja, ciao mit euch. Ciao mit euch und tschüss mit euch bei eurem Kriegerbob.